liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu WTW Pokémon Trick. Es kann sogar sein, dass ich tatsächlich nicht mehr verzählt habe, von wegen morgen. Es dürfte heute eigentlich Sonntag sein, wenn diese Folge rauskommt. Genau, es ist Sonntag, liegt daran, dass wir gestern was Formel 1 gehen hat. Normalerweise, wenn ich Sonntag frei habe und alles zu Hause bin und das Rennen fahre, dann wird definitiv keine Pokémon-Folge kommen, weil es wird nicht sein würde. Da würde ich die Folge gerne sonst was kommen, wir haben das Livestream. Das möchte ich nicht, dass das Samstag eigentlich mittlerweile, wenn es passt. Oder wenn ich die Fahrt noch frei habe, wenn es möglich ist. Also ich weiß, dass ich den Rennfahrer ausfallen und mache das noch Sonntag. Nur, dass du da schon Bescheid bist. Okay, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Vielleicht hat sich ja auch schon im hohen Gras mit meinem Pokémon angerufen, oder? Ja, ich hoffe immer hinterher, ne? Das lässt sich vermeiden, wenn du ganz leise durch das hohe Gras streichst. Wenn das Gegenteil erreicht und unbedingt die wilde Pokémon kämpfen willst, dann falls du verletzt wird. Die Aufmerksamkeit auf dich. Falls du gestern hast, bin ich richtig falsch. Ich war der Trick. Probier einfach mal den linken Stick zu drücken. Und übrigens, ab jetzt zählt, für die meisten Pokémon fängt Gewinn. Wenn beide den Bestball ihre Bahnhof erreicht haben, vielleicht will mehr. Weißt du, wer den Bahnhof ist, oder? Der, den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Genau. Wir können jetzt. Oder ein Item. Ein bisschen Schutz. Das ist immer gut, wenn man die King-Pokémon kämpfen wollen. Sollte man uns ein Lutürze. Ein Wasser-Pflanzen-Pokémon. Aber wie gesagt, das werden wir auch nicht ins Ziel nehmen. Also ein Wasser-Pokémon habe ich nicht ganz anders im Kopf. Das dauert aber noch alles, wie gesagt, irgendwann am zweiten Orden oder sowas. Sollen wir das machen? Nein, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Wenn einige Gala-Pokémon noch ins Ziel holen, beziehungsweise zwei Pokémon safe als Gala Realform. Die Pokémon sind eigentlich Generation 1. Kann man analysieren Gala selber. Davon gibt es ein paar. Zwei davon werde ich ins Ziel holen. Und eins ruhig aus Generation 4 oder 5, also Silber. Diamant-Pearl. So, genau, das erste Pokémon, das wir als Originalform sehen, was Generation 2, glaube ich, ist dieses Zigzags-Typ normal. Und hat in Gala übrigens eine dritte Entwicklungsstufe, aber dieses Pokémon ist im Gegensatz zum ersten Durchgang nicht Teil des Teams. Dass du da schon mal Bescheid bist. Ich habe ja dann immer noch rausgeschmissen. Aber nur, dass du da Bescheid bist, es wird diesmal kein Teammitglied sein. So, fangen wir demnächst unser erstes Teammitglied auf jeden Fall. So, erstmal mein Hopplo ein bisschen heilen, damit du heute nicht mehr alleine bist. Werde ich mir die Worlds noch ein zweites Team gefangen? Gibt's hier glaube ich noch nicht. Ich komme auf die. Doch, doch, jetzt. Ich werde mir Voldy tatsächlich ein Team holen. Das ist ein gutes Elektro-Pokémon auf jeden Fall. Ja, es ist weiblich. Auch männliches Pokémon. Ja, ich werde bei vielen Pokémon ein bisschen auf Geschlechter auch achten. Dass ihr da schon Bescheid wisst, ne? Also wollte ich mir wohl die Ziele ziehen. Jetzt muss ich natürlich nach Voldy noch suchen. Aber ich glaube, es gibt doch mal woanders. Das ist Geschlecht. Also bei vielen Pokémon dazu würde ich ein bisschen das Geschlecht hatten. Voldy hätte ich gerne als männlichen Part gehabt. Falls es das irgendwie möglich ist. Ansonsten muss ich mir gleich. Müssen wir noch einen Moment warten. Scheiße. Das wäre jetzt mir nicht gewesen, was ich gesagt habe.
Ah, da müssen wir ein bisschen warten. Also, dieser Voldy wird auf jeden Fall Teil 2 des Teams sein. Und dann ein Angriff. One K. Oh, für Sidzek. Oder kann ich das nochmal hier? Kann ich sie nochmal finden? Nee, ne? Komm mal hier, das heißt. Dann hat die Frage auch übrig. Das ist genau perfekt, Level 5. Und männlich. Also werden wir es nicht gefangen. So, Voldy bekommen wir Team Nummer 2. Mitglied Nummer 2. Ich kann schon mal lange rubbeln, also von der Attacke nach. Gute Elektro-Attacke, nichts Starkes, aber es reicht uns ein bisschen KP abzuziehen und paralysieren. Und hier ist, ich habe ja auch nur noch gehört, dass es ein Magala-Pokémon möchte ich ins Team ziehen. Das soll ich auch machen. Und Voldy, ich glaube, das ist das erste Pokémon, das wir hier mit uns mitnehmen. Folge 4. Mit dem ersten Teammitglied oder dem zweiten Starter. Ersten von 5 weiteren Neuzugängen. Und wir haben den Eintrag für Voldy. Austausch gegen Leckerlis hilft dieser Teil der vielfaches Menschen bei der Arbeit. Beim Rennen wird es von Glitzer und Elektrizität umhüllt. Voldy wird kein Spitzer. Ich werde dieses Mal nicht mit Spitzer arbeiten. Ich glaube, in Pokémon. Let's go. Pikachu, habe ich den Pokémon, einen Spitznamen gegeben, dass er da schon Bescheid ist, aber wie gesagt, diesmal wird es nicht der Fall sein. So, da werde ich Voldy nehmen, nach vorne setzen, damit ich zumindest ein bisschen angreifen kann, weil mich jetzt ein bisschen, habe ich jetzt auch noch einen Pokémon dabei, wenn ich diese jetzt gleich oben fange. Und dann einfach hier meinen Weg meines Weges machen. Wir wollen nämlich schließlich im Abenteuer kommen und nicht ewig mit irgendwelchen Pokémon fangen. Wir können auch die Dini, die wir holen. Und dann werden wir nach und nach. Ach, hier ist auch noch. Aber wir sehen jetzt Route 2. Wir gehen jetzt kurz zum Pokémon-Zettel. Und dann müssen wir zum Bahnhof. Ich habe schon ein bisschen was erfahren. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen wir überhaupt machen werden. Ich habe ja doch kein Limit sitzen. Also es wird auf jeden Fall ein langes Let's Play werden, das könnte schon mal sicher sein. Und der zweite Teil folgt ja eh danach. Naja, ich weiß, dass der jetzt war dafür. So, genau. Und du willst. Ich habe nur Voldy gefangen. Voldy gefangen. Den kleinen Elektrohund hier. Ich werde mehrere Regale Regionalformen auf jeden Fall ziehen. Drei sind sogar tatsächlich. Ich habe mir noch ein weiteres überlegt, welches ich mir noch entziehen nehmen werde. Sind halt. Ah, genau, warte mal. So. Und okay. Pokémon ist aber jetzt gefangen. Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das ist ein neues Astronärmel. Wo kommst du? Aha, 1. Das wäre ja gleich auf, Rivale. Glück. Und die 44. Sternschauer ist unsere Attacke. Hier nimm. So ein Term. Mit der kannst du dein Pokémon Rot sogar eine neue Attacke verbringen. Falls du so oft einsetzt, wie du willst. Die Term hier. Die wir von Delium bekommen. Haben wir die Attacke Sternschauer. So, jetzt wollen wir uns aber nach dem Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenger findet. Dann fahren wir jetzt noch in den Zug. Los geht's. Genau. Der nächste Part könnte es tatsächlich sein, wenn wir ein weiteres Teammitglied bekommen. Eins auf jeden Fall, vermutlich. Aber schauen wir mal. Das wird jetzt ganz nach und nach kommen, die Teammitglieds. Jetzt relativ schnell. Ich glaube, irgendwo rennen, wenn wir. Na gut, das letzte wird wahrscheinlich mit Ort Nummer 6 kommen. Das vorletzte könnte Ort Nummer 2 oder 3 sein. Also, wir müssen mal gucken, wie wir es machen, auf jeden Fall. Aber wir kriegen es hin. Wir kriegen ein Camping-Center von unseren Müttern.
Ja, wir können in der Naturzone unser Zelt verschlagen, ein bisschen zelten und dann kochen und alles rum und dran. Das ist ganz cool gemacht. Weiß ich nicht, ob ich euch das zeigen soll. Wenn ihr Bock drauf habt, dann zeige ich euch das. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Ich finde es tatsächlich nicht so ganz nervig. Ich bin eigentlich eher jemand, der direkt weitermachen will. Das doch, ich bin so heiß drauf. Ich will dieses Spiel natürlich weiterspielen und nicht mit irgendwelchem unnützen Zeug verplempern. Und Kevin folgt mich dazu. Aber wir können es einfach machen. Genau, macht uns keine Sorgen um uns. Lass mal so miteinander so ab. Und dann können wir loslegen. So. Jetzt los. Wir sitzen im Zug. Er hat ein blaues Rotom. Genau, das ist die Naturzone, die rund um Engine City ist. Und das ist so ähnlich wie die Safari-Zone in den früheren Generationen. Hier ist es diese Naturzone. Übrigens kann man auch Pokémon dort finden, die jenseits unserer Level sind. Also mit Pokémon Level 30, 40 ist da keine seltene. Sollten wir natürlich aufpassen, wir würden es nicht gegen sie antreten. Wir haben gerade mal Level 12. Beziehungsweise Level 5. Level 40er wird man nicht vorkommen. Entschuldigung, das sind doch die Palos-Folge hier, oder? Wollte eigentlich nach Engine City. Und halt mit dem Tusen-Bahnhof. Ja, tut mir leid, Junge. Der Heli Body blockiert gerade die Gleise. Wir sind also leider erstmal in Station. Ja. Verstehe, Herr Krickemuggel, würde ich sagen. Hä, wieso das? Ja, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichen Pokémon fangen. Ich weiß, was das heißt, oder? Genau. Wenn man sich irgendwo der allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. So, cool. Also, ja, bitte, wir sind am Naturzonenbahnhof gestrandet. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal die Abkürzung durch die Naturzone machen. Kriege ich euch noch ein paar? Ja, ich kriege die Kürze und so. Also nicht viel. Aber das gehen wir hin. Wir machen heute noch Naturzone. Doch, habt ihr recht. Naturzone. Doch, ja, den Anfang zumindest. Wir werden jetzt mal das jetzt ein Team noch zusammenstellen, weil wir müssen unser Team ja ein bisschen. Ob ich jetzt hinkriege, ob ich tatsächlich jetzt eins, vielleicht zwei Pokémon gefangen bekomme, muss ich gucken. Kann sein, dass ich auch schon zwei Pokémon, je nachdem, wie das Wetter ist. Weil in der Naturzone ist das Wetter immer ein bisschen unterschiedlich und je nach Wetterlage gibt es verschiedene Pokémon. Deswegen, gut. Hey, Sonja. Du möchtest noch mal was von uns? Ja, meine Oma hat vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Im Beispiel den beiden hat sie gesagt, vorher Drattentang sehen sie auf Reisen. Und was stellt sie mit deinem Leben an? Was hat die Professorin gesagt? Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, der mir im Wald begegnet, das geht mir nicht mehr auf den Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht man mich immer in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener ist echt nicht leicht, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, mach ich deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um wieder zu angeln zu kämpfen. So, ich kann jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon des Damen und kämpfe ich gegen Dynamax Pokémon. Das Kapitel in der Legende von Hub beginnt. Ah, das ist eine scheiß Legende, ne? Ich hoffe, Hopp weiß, worauf er sich einigt. Dynamax Pokémon sind extrem stark. Um die Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon Dynamax ziehen. Ist das nicht? In der Zutun findest du hier und da Stellen, auf denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort handelt sich Dynamax Pokémon aus. Auf. Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, zum Beispiel bekommst du jetzt auch was Tolles von mir geschenkt. Eine Pokémon Box. Das ist ganz cool eigentlich, dass, dieses Item. Warum? Schauen wir mal. Man wirklich jederzeit Zugriff auf die PC-Box im Pokémon Center, um Pokémon abzulegen oder Team aufzunehmen. Das heißt, wir müssen nicht mehr zurück ins Pokémon Center gehen, sondern wir können tatsächlich jederzeit Pokémon das ins Team leben und hier aus dem Team ausholen. Und alles muss man wirklich nicht mal im Pokémon Center. Ich finde es ganz cool, weil man auf der Reise und lange weit weg vom Pokémon Center ist. Das ist ganz cool gemacht. Genau. Das haben wir ja schon gemacht mit dem R und alles drum und dran. Das hat hier vielleicht jetzt funktioniert. So, ab in der Naturzone und los geht's. Auf jeden Fall. Unsere Reise beginnt in der Naturzone. Hier weiter. Geht's weiter. So. Ja, wir werden nicht viel von der Naturzone machen. Ich will euch noch ein bisschen was zeigen. Ich sage im Moment, dass ich ein ungeduldiger Mensch bin. So, wir haben die Wonnewiesen und Schneid. Könnte tatsächlich sein, dass wir tatsächlich schon ein Teammitglied finden. Und eine Notiz. Die Groß-Pokémon der Zone der Schmutz und alter Stadt. Wenn du Fresh hast, dass du nicht gewinnen kannst, dann reicht dir bei den Landeversuchen zu fliegen. Warte mal, ich krieg jetzt gucken. Der Kapitän der Pokémon aufgestellt und kämpft für sie kochst.
Auch die AP, die mit dem Attack auswählen, werden wieder hergestellt. Ja, ist jetzt Kampf und fähige Pokémon werden mit einem leckeren Curry wieder munter. Also richtig fresh von Bäumen und sammeln ganz viele Bären. Ja, wir können mal kurz das machen. Eine Persifbeere und eine Sinnbeere. Und zwei Sinnbeere und eine Arena-Beere. Und dann haben wir auch Arena-Beere nochmal und. Ja, komm, wir nehmen auf. So, ich habe 6 Stück. 6 Bärchen gefunden. Was haben wir hier für ein Pokémon? Ah, ich hätte gehofft, dass es hier noch mal das Pokémon gibt, was ich eigentlich jetzt gesucht hätte. Weil ich will definitiv noch ein nice Pokémon ins Team holen. Ah, aber das scheint es gerade nicht hier zu geben. Das ist ein Rabauz, das ist nicht ganz. Wie sich jetzt in Nordstein und Kiel. Genau, wir können hier mit dem Stick tatsächlich die Kamera drehen, also wie ihr seht, da. Ah, schade, ich hätte gedacht, wir könnten tatsächlich hier. Wir holen uns die Watt hier und wenn diese Nester leuchten, also wenn die so ein bisschen leuchten, gibt es ein paar Watt. Ist diese Geldeinheit in dieser Naturzone. Ich muss warten jetzt oder was? So. Oh, das Item finde ich gar nicht. Au, die TM84 Kerrschelle. Also normaler Pack, glaube ich. Okay. Cool, dann. Roseli. Eine Roseli, ja. Ja, war richtig. Scheiße, ich wollte einen Gala-Pokémon. Ein bestimmtes Gala-Pokémon ziehen. Auch ein Eis-Pokémon auf jeden Fall. Gucken wir mal, was das hier noch gerade wird. Ach, das ist hier Koppel. Ja, eher unnötig gerade. Ne, es ist Hagel. Ich komm, ja. Ach, wisst ihr was, liebe Leute? Ich zeige euch da mal was. Das wollte ich eigentlich tatsächlich erst in der nächsten Folge gezeigt haben. Oder zumindest mal angeschnitten haben. Wir gucken heute mal in der Naturzone. Warte mal, hier irgendwo ein Garten in der Nähe. Ah, da oben. Ich frage mich, ob ich da jetzt so schnell hinkomme. Oder ob das leider geradeaus weg von meiner Reichweite ist. Ja, da ja auf jeden Fall. Hier ist aber eins. Ich zeige euch das gerade kurz. Das ist ganz simpel eigentlich zum Trainieren vor allen Dingen. Ja, es schneit und man kann ein schönes Pokémon. Ich will ja auch ein Eis-Pokémon gerne ins Team holen. Aber das scheint es hier noch nicht zu geben. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Ich frage euch mal. Ich mache das anders. Vielleicht zeige ich euch das tatsächlich erst in der nächsten Folge. Ich muss gerade gucken, wo ich mein Handy hingelegt habe. Ich habe mein Handy hingelegt, weil ich gerade irgendwas nachgucken wollte. Aber das mache ich mal kurz. Oh, ich habe jetzt Spielberater hier. Da muss ich es nicht mit dem Handy machen. Route 10. Route 10. Moment, Naturzone, Naturzone, Naturzone. Engine City, das ist noch zu früh. Scheiße. Ich muss tatsächlich mal gucken. Wo ist das? Wo ist das denn hingelegt jetzt hier? Ach, da hinten. Also, weil ich kurz was gucken wollte. Ob es dieses eine Pokémon tatsächlich hier noch in der Naturzone gibt. Oder ob ich das erst später suchen kann. Es würde am Wutanfallsee
Die Frage ist, wo ist denn das jetzt? Weil da würde es tatsächlich finden, zu finden sein. Ja, schau mal. Scheinbar gibt es das hier nicht. Man muss tatsächlich noch warten. Gut, der 8 kann übrigens gefangen werden das erste Mal. Also müssen wir einen Moment warten. So, ich zeige euch jetzt kurz was bezüglich Raid. Obwohl, komm, wir machen das in der nächsten Folge mit dem Raid. Ich habe euch jetzt ein bisschen was auf die Folge gespannt mit dem Pokémon. Also tut mir jetzt auch mir leid, aber ich habe immer so zwischen 20 und 21 Minuten. Wir machen den Raid hier auf jeden Fall in der nächsten Folge dann. Und dann zeige ich euch ein bisschen, wie die Naturzone weiter aufgebaut ist. Und dann machen wir uns auch mal auf Richtung Engine City. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid bei Let's Play Pokémon Schild. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis morgen, aber diesmal wirklich.